In Die Verteidigung von Procyon 3 haben die Menschen auf dem gleichnamigen Planeten ein seltsames Artefakt ausgegraben. Und während sie mit den Forschungen beginnen, werden sie von einer Alienrasse, den Etienne, angegriffen. Im Idealfall schlüpfen 4 Spieler in die Rolle der konkurrierenden Rassen, wobei kooperativ 2 gegen 2 auf dem Planeten und im All gegeneinander gekämpft wird. Auf dem Planeten versuchen die Menschen, genannt die Expedition, Wissenschaftler zu evakuieren und die Stellung zu halten, bis die Verstärkung eintrifft. Dafür stehen ihnen 4 einzigartige Helden mit speziellen Fertigkeiten zur Verfügung. Für die Nutzung dieser muss jede Runde eine Karte aus dem Deck entfernt werden. Voraussicht und Planung ist sehr wichtig. Ihnen gegenüber steht der Schwarm und versucht, mit allen Mitteln in die Stadt zu gelangen und die Verteidigungsanlagen zu zerstören. Sie bedienen sich eines Backbuilding-Mechanismus für den Kampf und arbeiten mit vielseitig einsetzbaren Karten. Die Armada der Menschen im All muss die Evakuierung der Wissenschaftler sicherstellen und kann die Bodentruppen mit Luftangriffen unterstützen. Sie stellen ihr eigenes Angriffsdeck zusammen, verzichten dafür aber auf teils sehr mächtige Karten. Mit der gesammelten Ressource Promethium können sie Spezialfähigkeiten auslösen. Die Menschen nutzen Drohnen, um sich gegenseitig zu unterstützen. So kann beispielsweise die Armada Marines auf den Planeten schicken. Die Former sind die Streitkräfte der Etienne. Sie versuchen die Armada an der Unterstützung der Bodentruppen zu hindern, bis sie die Chance bekommen, das Artefakt endgültig durch ein Bombardement zu zerstören. Sie müssen vorausschauend mit ihren Handkarten planen, da sie diese erst zurückbekommen, nachdem sie alle verbraucht haben. Im Fokus bei ihnen steht das Platzieren ihrer Würfel. Die lassen entweder mehr Truppenbewegung zu oder verstärken die Spezialaktion ihrer Karten besonders stark. Wenn euch Root sehr gut gefällt und ihr es gerne einmal 2 gegen 2 in einem völlig anderen Setting probieren wollt, dann ist die Verteidigung von Procyon 3 genau das Richtige für euch. Das Spiel ist aufgrund seines Umfangs und des geringen Glücksfaktors auf jeden Fall etwas für erfahrene Planer und Strategen. Die 4 sehr asymmetrischen Rassen sorgen zudem für sehr unterschiedliches Spielgefühl und für viel Abwechslung.